Herzlich willkommen bei Stream Talks. Wir sprechen heute über Actionfilme und Actionserien. Und meine Gäste sind Bernie Wagner, Nora Sammer und Stefan Rusowitzki. Bernie, du bist Kabarettist. Du tourst gerade mit deiner Show Galapagos durch Deutschland und Österreich. Hättest du manchmal auch gerne einen Stuntman dabei? Ich bin schon mal vorne von der Bühnenkante runtergefallen. Dafür wäre es sehr praktisch. Ja. Ich stehe gern ganz vorne, so wirklich so wie im Nahkampf mit dem Publikum. Und da ist es ja sehr hell, wie man weiß, wenn man auf der Bühne steht. Ne? Und dann ist es so hell, dass man oft nicht sieht, wo man drüber geht. Und dann so in die erste Reihe reinfallen, wäre gut, wenn das wer anderer für mich gemacht hätte. Hat dich wer aufgefangen? Lustig. Nein. Aber ja, gehört dazu. Ah. Und es war sehr lustig. Nora, du bist Stuntfrau und hast viele andere Berufe auch. Astrologin bist du auch, Life-Coach. Hast du Verletzungen? Hast du Narben? Ist das gefährlich, was du tust? Oder passt man da sehr gut auf? Prinzipiell ist die Gefahr ja immer so eine Sache. Ich bin und war sehr gut trainiert. Ja. Ich habe schon Verletzungen natürlich. Kreuz, also inneres Seitenband gerissen, Sprunggelenk, auch das Band gerissen, die Platzwunde am Kopf. Aber bei dem Stunt selbst habe ich eigentlich immer nur Schürfungen, Prellungen, Bläuflecken. Oh, das ist ja. Aber das fast ist. Also, naja, du weißt, wenn du die Stimme runterfällst, jetzt tut's weh. Ja. Und weißt auch, welche Muskeln du anspannst, damit nicht zu viel passiert. Ah ja, ich verstehe. Okay, darüber werden wir später auch noch reden, Stefan. Stefan, du hast 2008 den Oscar für deinen Film Die Fälscher bekommen. Du hast ganz viele Filme gemacht, die Kult, mittlerweile Kult geworden sind. Tempo war dein erster Film, Die Siebtelbauern, Anatomie, jetzt vor kurzem Hinterland. Du bist einer der ersten gewesen, der richtig Genrefilme gemacht hat. Was ist denn dein Lieblingsgenre eigentlich? Ach, das ist schwer zu sagen, weil ich so viel ausprobiert habe. Irgendwie, was mir noch fehlt und was noch so eine große Herausforderung ist, ist Komödie. Ja. Wenn meine Frau fragt, Rom-Com, würde die sich immer wünschen. Und sonst ist es immer so in diesem Graubereich zwischen Mainstream und Arthouse. Und ich mag eigentlich schon immer ganz gern auch Stunts, Actionsequenzen, spannende Sequenzen. Also entweder intelligentes Genre-Kino oder halt publikumstaugliches Arthouse, würde ich mal so sagen. Spektakuläre Kampfszenen, wüste Schießereien, gewaltige Explosionen und rasante Verfolgungsjagden, all das sehen wir jetzt im Spotlight. Filmreihen und Serien, deren Charaktere sich in tödlichen Spielen behaupten müssen, sind schon seit längerem erfolgreich, egal ob es sich um die Tribute von Panem oder Squid Game handelt. Ein Hit ist auch die japanische Manga-Adaption Alice in Borderland, in der die ProtagonistInnen in einem menschenleeren Tokio gegeneinander kämpfen müssen. Der Mix aus Science-Fiction und Mystery hat dabei neben spektakulärer Action auch die eine oder andere philosophische Frage zu bieten. Können die jungen ProtagonistInnen in Staffel 2 klären, was das rätselhafte Borderland eigentlich ist? In die Rolle des CIA-Analytikers Jack Ryan sind schon Stars wie Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck oder Chris Pine geschlüpft. Seit 2018 spielt Multitalent John Krasinski den Agenten in Tom Clancy's Jack Ryan. Die Serie basiert dabei nicht direkt auf den Bestsellern des 2013 verstorbenen Autors, sondern konfrontiert die Hauptfigur mit aktuellen Konflikten und Bedrohungen. In Staffel 3 muss Ryan verhindern, dass eine Gruppe russischer Hardliner einen Weltkrieg auslöst. Da sich die CIA zurückhält, handelt er im Alleingang und wird sowohl von den RussInnen als auch von den eigenen Leuten gejagt. Der 2018 verstorbene Amerikaner Stan Lee hat Superhelden wie Spider-Man oder Hulk miterfunden. Mit der britischen Serie Stan Lees Lucky Man widmete er sich einer besonderen Superkraft, dem Glück. Ein Cop, der wegen seiner Spielsucht Familie und Vermögen verlor, kommt in den Besitz eines Armbands, das scheinbar endloses Glück verspricht. Nun stellt sich die Frage, ob er die neuen Kräfte nur für sich oder auch für die anderen einsetzt.
Ja, was zeichnet eurer Meinung nach einen guten Actionfilm aus? Gute Action-Szenen. Das ist geil, die Antwort, oder? Ist es das? Ich glaube schon. Ein guter Actionfilm hat gute Action-Szenen. Er kann alles andere auch haben, was einen guten Film ausmacht, aber wenn ein guter Action-Film ist, muss er gute Action haben, oder? Wie ist das mit der Handlung? Ist die wurscht, deiner Ansicht nach? Nein, nicht wurscht, aber eine gute Handlung macht keinen guten Actionfilm. Macht vielleicht einen guten Film, aber keinen guten Actionfilm. Oder? Aber braucht nicht ein guter Actionfilm gute Handlung und gute Action-Szenen? Idealerweise, würde ich sagen, ja. Und natürlich taugt es mir, wenn die Stunts nicht animiert sind, sondern live. Also wenn man sieht, dass das nicht zu viel Computertechnik drin ist, sondern dass da noch wirklich das live gemacht wird. Also körperlich, mit körperlichem Einsatz. Kannst du sagen, Stefan, was für dich einen guten Actionfilm ausmacht? Ich bin da schon eher bei Bernie, dass ich sage, gute Schauspieler und gute Handlung und dass ich emotional mitgenommen werde, das verlange ich eigentlich von jedem Film. Also, ja. Und Actionfilm muss die guten Actionszenen haben und das... Das hat sich auch sehr gewandelt, glaube ich, in letzter Zeit, eben weil es neue Technologien gibt. Wie du eben auch gesagt hast, das ist vieles. Also wenn man sich Spider-Man zum Beispiel anschaut, das ist ja eigentlich ein Zeichentrickfilm. Ja. Und es gibt auf der anderen Seite so dieses Immersive, nennt man das, also wo ich dann so eine Sequenz habe, wo ich dann oft gar nicht mehr erklärt bekomme, jetzt die genaue Geografie, wo nur irgendwie mir alles um die Ohren fliegt und ich sitze so im Kinosessel. Ja. Und das ist schon toll, wenn man sowas hat. Kannst du uns ein bisschen was über deine Action-Erfahrung erzählen? Du hast Die Hölle gemacht, das war ein Actionfilm. Kannst du uns ein bisschen was, also Verfolgungs-, ja, also nicht Verfolgungs-, sondern Autojagden ja, ja, auf den, am, ja, Ring, ja, ja, am Schwedenplatz überschlägt, ja, sich das Auto, Menschen brennen, entschuldige, bitte. Ja. Wie plant man sowas? Das ist, sehr genau, ja, weil sonst passiert was, es passiert immer was, Stunts sind gefährlich. Also gerade mit Autos und du kannst versuchen, sehr viel vorzubereiten und eben das Risiko möglichst gering zu halten. Aber es ist einfach immer ein Zufallsfaktor dabei. Mit Schusswaffen gab es ja auch Unfälle. Man spielt mit dem Feuer und dann ist immer so der Ruf, ja, es müssen strengere Regeln, aber das Spezielle und irgendwie auch das Schöne beim Film ist, dass halt jede Situation anders ist. Es ist immer, du kannst nicht alles vorbereiten und alles reglementieren, weil es sind immer andere Situationen, andere Dinge, die da zusammenspielen. Bernie, wie wichtig ist dir Humor bei Actionfilmen? Ja, schon wichtig. Also ich bin jetzt nicht der größte Action-Fanatiker, obwohl, ja, ich jetzt zuerst gesagt habe, das Wichtigste sind die Action-Szenen. Ja. Ich mag Action gern, wenn es ein bisschen drüber ist. Also wenn es ein bisschen zu viel ist und ein bisschen ins Übertriebene geht und schon ein bisschen lustig wird. Ich finde zum Beispiel Stirb langsam, finde ich sehr lustig. Ah, ja? Da sind ja auch viel irgendwie knackige Sprüche und es ist irgendwie von der Action so ein Hauch drüber. Mhm. Und das finde ich ja gut. Also ich glaube, dass das ja zwei von den Sachen sind, die man mit Bewegtbild am besten machen kann, sind Action und Slapstick im Prinzip. Das sind Sachen, die man eigentlich, die ja verwandt sind und die man eigentlich mit keinem anderen Medium findet. Das ist lieber ein Hauch drüber, nicht, ja, für dich ist das nicht so das Spannende, als, ja, ob du wirklich dabei, genau, wärst. Genau, das finde ich auch eine interessante Frage, eben wenn du sagst, man kann mit CGI jetzt eigentlich alles machen, wie entscheidet man dann, was man macht? Macht man dann halt eben genau deshalb nur Sachen, die wirklich gehen würden, weil es dann die Entscheidung erleichtert? Also ich bin ja keine Entscheidungsträgerin, ja, ich bin nur ausführend. Ja. Ausführend. Aber ich zum Beispiel, ich mag das schon sehr realistisch. Also, ja, ich mag zum Beispiel, wenn ich Kampfszenen sehe, dass da wirklich Sprungen kickt und also dass das wirklich, dass man das echt nachvollziehen kann. Dieses Computeranimierte ist mir halt dann zu viel. Mhm. Also ich weiß nicht, ich mag auch die alten klassischen James Bond, wo ich mir gedacht habe, bist du, der ist wirklich noch aufs Krokodil draufgestiegen. ja, also ist wirklich mutig. Weil jetzt denke, ja, ich mir, okay, wenn die so fliegen, wir haben das zum Beispiel gemacht, angehängt am Seil und so drüber fliegen und jetzt denkst du, gut, das ist eh computeranimiert, der springt halt da über 30 Meter, mhm, übers Dach drüber und es gibt so viel geile Parcours. So, ja, dann ist das nicht mehr, also ich, mhm, spüre nicht mehr mit. Ich denke mir, wenn der jetzt, mhm, wirklich rennt und das war zum Beispiel beim Lucky Man, da hat man gesehen, der ist da wirklich runtergesprungen. Das hat ein bisschen schwerfällig ausgeschaut manchmal. Also der Protagonist, der, mhm, der Hauptdarsteller. Und ich habe mir gedacht, geil, der macht das selber. Oder ein Stuntman.
Und man sieht, dass das jetzt nicht so wie eine Katze gelandet ist, sondern eher so ein bisschen plumper. Aber so wäre er wirklich gelandet, wenn er da gesprungen wäre. Das macht schon was mit einem, wenn man weiß, dass das echt ist. Und das ist auch lustiger, wenn der Stunt jetzt nicht bochen ausschaut, sondern wenn ich wirklich das Gefühl habe, der hat ihm jetzt voll einen Go-Kaut. Ja. Als wenn ich das merke, das war nur so ein bisschen hin. Was war dein spektakulärster Stunt? Also spektakulär, ich finde cool war, wie zum Beispiel Vorstadtweiber Überwindung von Zäunen wie Catwoman war die Regieanweisung und da durfte ich dann Akrobatik machen, das war ja so artistisch. Sonst war Haus runterfallen, also von einem erschlagen, vom Hausdach runter in Kartonkisten. Wir haben eine Vorschau gesehen von Alice in Borderland. Die Serie wurde vor Squid Game gedreht, ist aber erst nach Squid Game so richtig erfolgreich geworden. Wie taugt euch so eine Serie, wo Menschenleben am Spiel stehen? Also für mich war es am Anfang schon sehr schockierend, weil es was ganz Neues war für mich. Ich habe mir gedacht, okay, und die sterben jetzt wirklich. Also das war so, und die Freunde, die müssen überleben. Das geht nicht, dass die sterben. Und dieses Psychospielchen, also das war schon interessant. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, es hat schon auch ein Albtraum. Also ich habe dann schon am Abend mir gedacht, puh, schon heftig. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe Alice in Borderland tatsächlich einfach spannend gefunden. Also mir hat die Spannung besser gefallen als das Gemetzel. Ich meine, das ist ja eine große Diskussion, also überhaupt Gewaltdarstellungen, Filmen und Serien. Und da ist schon irgendwie für mich der essentielle Unterschied, dass du so in klassischen amerikanischen Filmen, Serien Gewalt als Lösung hast. Ja. Während, sagen wir mal, wir Europäer eher versuchen, Gewalt als Problem darzustellen. Aber darstellen darf man es meiner Meinung nach schon. Und du hast halt so diesen klassischen amerikanischen so Rachefilm oder sowas. Ja? Und dass ich eben am Schluss sage, das Böse kann personalisiert werden. Er ist der Böse. Wenn ich ihn jetzt erschieße, dann ist die Welt wieder ein besserer Platz. Genau, und den darf Platz. Ich erschießen sozusagen. Und den darf ich auch. Ja? Zum Beispiel bei Lucky Man. Ja. Da habe ich auch sofort gewusst, also gleich am Anfang, wer der Böse. Also der war so gut und freundlich, das geht sich nicht aus. Ja, also so. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich stirbt der Bruder nicht und hoffentlich stirbt die Tochter nicht und so. Also ich habe dann immer, und das war eine sehr coole Serie, finde ich. Also mal ein Actionheld, ein Actionheld der anderen Art irgendwie. Außergewöhnlich, also Superheld, ein Superheld, der durch einen... Durch einen Armreif und dann Glück als Superkraft, finde ich das Geilste überhaupt. Also Glück als Superkraft. Das stimmt. Ich finde das erzählerisch wahnsinnig interessant, weil das ist ja eigentlich so die große Sünde beim, glaube ich, Drehbuchschreiben und generell Geschichten erzählen, ist Deus Ex Machina, dass quasi einfach Glück und Gott greift ein und löst es. Und in dem ist es einfach in die Struktur des Films eingebettet, dass das die Lösung ist. Und ich finde es genial. Ich finde nicht, dass es immer so gut ausgeht, aber es ist hochspannend, wie sie damit irgendwie arbeiten. Die neue Staffel von Jack Ryan wurde ja teilweise auch in Wien gedreht. Welche wilden Stunts sonst noch in unserer Hauptstadt gedreht wurden, schauen wir uns jetzt gleich genauer an. Im Lauf der Jahrzehnte war Wien immer wieder Schauplatz internationaler Krimi- und Actionproduktionen. Der dritte Mann aus 1949 lockt mit Führungen durch die Kanalisation noch heute Touristinnen in die Bundeshauptstadt. In den 80ern beehrte James Bond den Prater und Schönbrunn und 2015 turnte Tom Cruise für Mission Impossible auf dem Dach der Staatsoper herum. Für die dritte Staffel von Jack Ryan entstanden einige Szenen im ersten Bezirk, darunter in der Dorotheagasse. Für Tyler Rake Extraction Teil 2 mit Chris Hemsworth wurden Hubschrauber-Action und Schießereien beim Wiener DC Tower gedreht. Der Ring und der Donaukanal wurden zum Schauplatz von Verfolgungsjagden für die Agentenserie The Recruit mit Noah Centineo. Neue Anreizmodelle sollen nun für noch mehr Action sorgen. Sowohl die Stadt Wien als auch der Bund fördern Film- und Streamingproduktionen mit Millionenbeträgen. Neben Tourismuswerbung erhofft man sich, dass Hollywood auch Geld im Land lässt. Darüber hinaus könnten Großproduktionen Jobs für heimische Filmcrews bringen. Schießereien, Explosionen und Verfolgungsjagden hätten damit einen guten Zweck.
Die österreichische Filmlandschaft profitiert von Actionfilmen, von internationalen Actionfilmen, die bei uns gedreht werden. Spürst du das auch, Stefan? Na, es gab in den letzten Jahren einige Großproduktionen, ja, also nicht nur in Wien. Ich denke auch an das Remake von Point Break, das war irgendwo in den Bergen. Und das ist jetzt gerade auch so für Beleuchter und so die Filmhackler großartig, mal das auch kennenzulernen. Weil wir mit unseren österreichischen Budgets, das sind ja dann doch immer eher kleinere Brötchen, die wir backen, und mal bei sowas beteiligt zu sein, wo jetzt wirklich Geld keine Rolle spielt, also gerade bei Action-Szenen, ist super. Und Nora, du hast dich auch beworben oder wurdest zumindest engagiert, du hast mitgemacht bei Mission Impossible 5. Ja, Mission Impossible 5 in Wien damals, ja. Wir waren das Wiener Stunt-Team und haben bei der Explosion des Autos, waren wir eigentlich das Kanonenfutter. Also wir waren die, die Scherben vom Tom Cruise abfangen. Wie? Also wenn das Auto explodiert, ja, dann waren wir die, die mit dem amerikanischen Stunt-Team, also wir hatten sehr viele Stuntler aus Las Vegas, und das Auto war aus England, die Explosion, wobei die zu stark eingestellt war, weil sie hatte auch damals die Vitrinen von Geschäften aus dem ersten Bezirk dann Haben sie in echt zerstört? Ja, die wurden durch die Explosion mit Leidenschaft gezogen. Also Explosionen sind Risiko. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Jack Ryan, der Hauptdarsteller, der John Krasinski, hat ja gemeint, ihm ist lieber das Format der Serie, weil da die Handlung der Bücher, der Romanvorlagen besser untergebracht werden kann. Wie ist das bei euch? Habt ihr lieber so geballte Action, wie du vorher gesagt hast, oder soll da auch zwischendurch ein bisschen eine Geschichte passieren? Oder? Ist Action nicht eigentlich ein Kinogenre? Für mich absolut nicht. Nicht mehr, oder? Nein. Was wirklich gut genug ist, ja, inzwischen. Für mich hat sich das voll gewandelt. Also ich schaue viel lieber Serien mittlerweile, weil ich einfach länger gefesselt bin und weil ich auch dann, also das zieht sich länger. Also bei Action, muss ich dazu sagen. Einen guten Film. Im Trailerpark lassen wir noch einmal die größten Erfolge des Jahres Revue passieren. 2022 war ein gutes Jahr für Fantasy-Serien. Die größte Aufmerksamkeit zog dabei der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, auf sich. Die teuerste Serie aller Zeiten brach ZuseherInnenrekorde auf Amazon Prime und erhielt besonders für die visuellen Effekte gute Kritiken. Staffel 2 wurde schon in Auftrag gegeben. Ebenfalls eine zweite Staffel wird House of the Dragon erhalten, die Vorgeschichte zum Fantasy-Hit Game of Thrones. Hier sorgte eine etablierte Fanbase ebenfalls für gute Streamingzahlen. Ein Hit im Wortsinn war auch Staffel 4 von Stranger Things. Während die Serie selbst neue Netflix-Rekorde in Sachen ZuseherInnen aufstellte, stürmte der prominent vorkommende Song Running Up That Hill von Kate Bush nach Jahrzehnten erneut die Charts. Obi-Wan Kenobi erzählt Abenteuer aus der mittleren Lebensphase des berühmten Jedi-Meisters aus dem Star-Wars-Universum. Dabei zog nicht allein die Hauptfigur die Fans vor die Bildschirme, auch ein Auftritt seines Erzfeindes Darth Vader sorgte für reichlich Online-Buzz. Vergleichsweise realistisch ist das düstere Polizeidrama The Responder mit Martin Freeman. Auch diese Serie feierte einen großen Erfolg. Am bekannten KritikerInnenportal Rotten Tomatoes hält die Serie aktuell bei stolzen 100% Zustimmung. Kein Wunder, dass eine weitere Staffel in Vorbereitung ist. Dieses Jahr war ein Jahr der großen Fantasy-Serien, die alle mit einem riesigen Budget produziert wurden. Schaut ihr gerne Fantasy? Ist das was für euch? Ich bin jetzt vom Fantasy. Ich finde diese Bilder, dieses auch Herr der Ringe und so, das ist schon was Neues, was die Fantasie anregt, natürlich. Aber da bin ich immer, wenn ich eine Staffel schaue, dann bin ich drin. Aber so einzeln
ist jetzt nicht so. Ist ja nicht so nice. Und, Herr der Ringe, das, die Serie, da waren ja die Fans eher enttäuscht, habe ich gelesen. Du auch, Bernie? Ich bin ein Fan und ich war ein bisschen enttäuscht. Ah, ja? Warum warst du enttäuscht? Ich finde einfach, also es hat ja ganz viel rundherum gegeben, es ist irgendwie divers gecastet und so, und da hat es irgendwie schon einen Shitstorm gegeben und das ist meiner Meinung nach Blödsinn. Aber ich finde, es hat einfach als Serie nicht so gut funktioniert für mich, wie ich mir es erhofft hätte. Also ich finde, es war einfach, wenn ich höre, das ist die teuerste Serie der Welt, vielleicht eine halbe Million mehr ins Drehbuch stecken. Ah. Oder warum nicht ein neues, einen neuen Stoff verfilmen, neue Ideen? Also sie haben sehr viel, sie haben nur sehr wenig Rechte, und nämlich nur zu den Anhängen von Herr der Ringe. Und aus denen haben sie jetzt eine Serie mit 5 oder 6 Staffeln oder so herausgepresst. Und da ist schon sehr viel Erfindung dabei und so. Also es ist, ich finde, das haben ganz viele Serien diese Problematik, dass sie halt mit was arbeiten, wo es schon Fanbase gibt, aber sie müssen halt irgendwas Neues draus machen. Und da sind immer die Fans enttäuscht. Also mir fällt kein einziges Beispiel ein. Warum machen sie es dann? Warum so viel Geld ausgeben? Weil wir es trotzdem schauen. Genau, weil es Leute wie ich würde, natürlich würde ich die zweite Staffel trotzdem schauen. Ich würde die dritte auch schauen und die vierte, weil ich Fan bin. Würdest du in ein Franchise einsteigen, Stefan? Würdest du gern Star Wars, Star Wars machen? Interessiert dich das? Wenn ich Zeit habe. Wenn du ein bisschen Zeit hast zwischendurch? Ja. Nein, ich meine, solche Brands sind natürlich spannend, also weil sie halt ihre Fanbase haben und man einen gewissen Publikumszuspruch davon ausgehen kann. Ich schaue mir auch sicher das House of Dragon an, weil wenn das der Vorgänger, also das die Vorgeschichte ist sozusagen, muss ich das auch sehen. Aber ich glaube eben, man muss die Substanz spüren. Bei der Serie The Responder spürt man Substanz, meiner Ansicht nach. Da Martin Freeman spielt da die Hauptrolle. Ein Hobbit. Tim von The Office spielt auch bei Sherlock mit, den Dr. Watson. Ja. Seid ihr ein Fan von diesem Schauspieler? Seid ihr Fans? Ich liebe Martin Freeman. Ja? Einer meiner liebsten Schauspieler. Wirklich? Ich liebe Martin Freeman. Wo hast du ihn am liebsten gesehen? Er war überall gut. Aber wirklich überall, wo ich den sehe, denke ich mir, das ist wirklich super, wie der das macht. Weil der hat also seine ganz eigene, seine Mimik und das alles, und er gießt immer so diese Figur. Ich finde, bei Responder hat er diesen Akzent gelernt und so. Ich glaube, der spricht so einen Northern Accent und so, und den muss er gut geübt haben, und ist auf einmal so ein taffer Kerl und so. Und er arbeitet aber trotzdem immer von sich selber weg, habe ich das Gefühl. Und das, das ist spannend zu sehen, was der machen kann mit dem, was er halt ist und wer er ist. Und das kann nur er, finde ich. Bernie, was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ever? Ja. Was ist das, die Aufnahme zur Filmakademie? Ja, das ist jetzt die Aufnahme zur Filmakademie. Ich habe mich mal beworben bei der Filmakademie. Als ganz, Regisseur ganz lange Zeit. Oder Kameramann? Ich glaube, für Drehbuch. Für Drehbuch. Und da hat man schreiben müssen, was ist der Lieblingsfilm? Und was ist dein Lieblingsfilm? Ich weiß es nicht genau, aber dort habe ich hingeschrieben, König der Löwen. Und ich stelle mir gerne vor, wie Michael Haneke diese Bewerbung durchschaut. Bambi. Könntest du König der Löwen in fünf Sekunden erklären? Könnte, ja. Erzähl mal. Ein Löwe ist der Sohn des Königs, wird verstoßen und kehrt zurück und wird wieder König. Super, ich würde es erraten. König der Löwe. Darum geht es nämlich jetzt in unserem Abschlussspiel. Es heißt 5-Second-Summary, und ihr dürft hier einen Film, also eine Karte ziehen, da steht ein Film drauf. Ich hoffe, ihr kennt den Film, und dann müsst ihr in 5 Sekunden erklären, worum es in dem Film geht. Ihr dürft bitte nicht den Titel sagen. Bernie, du fängst an, weil du das schon so gut gemacht hast. Okay. Und die Zeit läuft. Okay, Hausfrauen in der... fuck! Desperate Housewives. Das ist Desperate Housewives. Na bitte. Bernie, du hast schon mal verloren und du hast gewonnen. Yeah. Ja, weil du das so gut erraten hast mit den Hausfrauen, darfst du gleich als Nummer 2 dran sein. Die Zeit läuft. Eine Kultserie, die Frauen in Amerika, eine Desperate Housewives, hat er schon gehabt. Sex in the City. Richtig. Okay, gut, ihr zwei habt schon einmal gewonnen. Jetzt ist der liebe... willst du dran sein? Ja. Ja, okay, super. Du musst irgendwie Achtung, fertig, also, los. Also Achtung, fertig, Feuer, los! Außerirdische überall auf der Welt. Alien. Zwei Jäger haben... Men in Black. Ja. Verdammt. Ja, wow, das war sensationell, muss ich sagen. Du hast 2-mal schon gewonnen. Wow. Men in Black ist ein cooler Film. Okay. Ja.
Es ist ein Science-Fiction-Film und es spielt in der Wüste. Dune. Ja, gewonnen. Okay. Naja, das war wir haben alle gewonnen, oder? Eigentlich, außer die Inge. Alle gewonnen, außer ich. Ich habe diesmal nicht gewonnen, aber ich habe gewonnen, weil ich so eine schöne Zeit mit euch verbringen durfte. Wir sind schon am Ende unserer Sendung. Vielen Dank, Bernie Wagner, Nora Sammer und Stefan Rosowitzki. Wir verabschieden uns in eine kleine Winterpause und sehen einander am 12. Jänner wieder. Bis dahin folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen.